Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sehr viele von euch haben sich schon so lange eine Schminksammlung gewünscht und deswegen dachte ich mir, okay, tue ich das mal, denn ich habe noch nie eine Schminksammlung gedreht und ich habe sehr viel jetzt auch andere Sachen gemacht. Also ich habe halt momentan keinen Beauty-Kram gemacht und deswegen kommt heute endlich mal wieder ein Beauty-Video und ich hoffe, das gefällt euch und ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, das ist mein Schminktisch. Den habe ich von Ostermann. Ich wollte eigentlich den von Ikea haben, diesen weißen. Doch dann habe ich den gesehen. Ich habe mich direkt verliebt. Ich musste den haben. Oh mein Gott, ja. Der ist so schön. Der glitzert einfach komplett. Nur das Doofe, was mich immer ärgert, ist, wenn ich mich hier schminke und mich fertig mache, habe ich überall Glitzer an den Händen. Ja, dann glitzere ich immer wie so eine Disco-Kugel. Und natürlich dann im Gesicht, weil ich mir mit meinen Händen ins Gesicht fasse. Oh mein Gott. Oh. Ich einfach so eine Vase mit Fake-Rosen, Parfüm und ja, ist ein bisschen dreckig, aber gut. Da einfach den Spiegel, den Stehspiegel von Ikea. Dann eigentlich die Kerzenhalterung, aber ja, die meisten Mädchen benutzen das einfach als Pinselhalterung. Meine Schminktasche. Da liegen Brillen, da ist mein altes Handy. Und wir machen jetzt erstmal die Schublade hier auf. Oh mein Gott, Leute, euch wird so ein Chaos erwarten. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Also schon, aber ja. Ja, ganz viel Schminke auf jeden Fall. Ich habe hier wirklich alles drin. Make-up, Eyeliner, Nagellack, ja, Creme, Handcreme. Das sind so die Sachen, die ich selten benutze. Deswegen habe ich die einfach hier alle drin. Und ja, sehr chaotisch, ich weiß, aber das sind, also ja, die werde ich euch jetzt nicht vorstellen, weil das sind halt Produkte, die ich nicht benutze momentan, schon sehr lange nicht benutze, deswegen ich habe diese Schublade auch schon sehr lange nicht mehr aufgemacht. Ich werde euch heute nur speziell das zeigen, was ich auch wirklich immer benutze und das ist alles hier drin in meiner Schminktasche, weil ja, ich habe halt gar keinen Platz mehr hier drin, deswegen muss ich das hier in dieser Schminktasche reinpacken immer, aber ist nicht schlimm. Ich komme schon irgendwie klar. Also, hier ist einmal mein Fixing Spray von MAC. Das benutze ich immer. Das ist auch schon, ja, fast leer. Ich muss mal ein neues kaufen. Dann meine geliebte Huda Beauty Palette. Ja, ich finde die voll schön, ehrlich jetzt. Die hat so schöne Farben. Ich benutze die täglich. Wenn ich jetzt mal... Oh. Ja, so sieht die aus. Ist schon ein bisschen abgenutzt, aber egal. Dann mein Blush von Benefit, das Rocketeur Blush. Das ist richtig schön. Oh mein Gott. Würdest du mal fokussieren? Das würde echt sehr viel, ja, bringen. So sieht das aus. Das schimmert ein bisschen, aber ich liebe dieses Blush. Oh mein Gott, Leute. Und es riecht so geil. Ihr müsst mal dran riechen, wenn ihr das mal seht. Dann natürlich meinen heißgeliebten Bronzer von Benefit auch, den Hoola Bronzer. Davon habe ich mittlerweile schon zwei. Einer, der ist noch nagelneu. Und genauso von dem Blush, Rocketeur Blush. Man kann ja nie genug haben. Dann mein Parfüm, was eigentlich da drin sein sollte. Aber na gut. Das riecht übrigens richtig geil. Ich liebe das. Dann natürlich meinen Lieblingshighlighter. Oh, ich liebe diesen Highlighter. Schimmert einfach richtig schön und ich liebe den. Der sieht wirklich sehr natürlich aus. Dann habe ich hier einen Concealer. Eigentlich benutze ich immer die von Maybelline oder so, glaube ich. Der Fit Me Concealer. Ist das von Maybelline? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber ich finde, der ist wirklich eine gute, billige Alternative zu den anderen. Und der ist wirklich gut. Also ich bin sehr zufrieden mit denen. Ich glaube, ich werde mir den jetzt auch immer holen. Dann mein Make-up. Ich benutze immer das hier von Maybelline, dieses Dream Cushion. Das ist einfach so ein Kissen. Kann ich das mal zeigen? So sieht das dann aus. Ich finde, dieses Make-up sieht so natürlich aus. Es sieht richtig, richtig schön aus. Mein Lieblingslipliner, den benutze ich auch jeden Tag. Der sieht auch sehr schön und natürlich aus. Hier meine Lippenpflege von Carmex. Kriegt ihr bei Rossmann. Finde ich sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit und ganz ehrlich, ich hatte noch nie eine Lippenpflege, die so gepflegt hat wie diese. Das hier ist auf jeden Fall mein Lieblingslipgloss. Ist matt, also halt cremig und ist in der Farbe 02. Kriegt ihr bei DM natürlich und bestimmt auch bei Rossmann. Ich weiß es nicht. Ich gehe immer nach DM von Essence. Ohne Witz, ich kaufe mir den schon seit... Ich würde schon sagen, seit es den gibt. Ich weiß nicht, wie lange gibt es den. Aber ich kaufe den schon wirklich ziemlich lange. Immer nach und wartet. Ich habe sogar noch einen. Ja,
Er fühlt sich auf den Lippen einfach so schön weich an. Also ich habe das manchmal, wenn ich so einen matten Lipgloss trage, dass ich das so spröde und trocken und dann blättert das so ab und ich finde das so ekelhaft. Und ja, der fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an und die Lippen sehen auf jeden Fall sehr gepflegt aus, wenn man den drauf hat, meiner Meinung nach. Hier meine Mascara von Benefit, ist aber braun. Eigentlich sollte man das vor dem Tuschen auftragen und danach sollte man nochmal mit einer richtigen Wimperntusche tuschen, aber keine Ahnung, ich finde, weil es braun ist, ist es irgendwie so natürlicher und ja, ich benutze sie immer eigentlich. Hier dann mein Beauty Blender, ja, benutze ich momentan aber nicht so oft, keine Ahnung, ich mache mein Make-up immer halt mit diesem Schwamm, der hier drin ist und den finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann habe ich hier auch von Maybelline so ein Tattoo Brow, ja, benutze ich jetzt nicht so oft. Weil eigentlich ist er viel zu dunkel für meine Augenbrauen, dann sieht das immer so komisch aus. Und mein Lieblings-Eyeliner und das ist der von L'Oréal Paris, der Perfect Slim Eyeliner. Das ist für mich der beste Eyeliner überhaupt und ich kann den immer empfehlen und ich kaufe mir den auch immer und immer wieder nach. Ja, mit dem kann man auf jeden Fall richtig gut den Eyeliner ziehen und ja, das sieht wirklich sehr schön aus mit diesem Eyeliner hier. So Leute, das war so meine Schminksammlung. Ich habe eigentlich viel mehr, wie ihr wisst, aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt nur wirklich das zeigen, was ich auch immer benutze. Und das sind halt diese Sachen. Ja, ich verlinke euch die ganzen Sachen natürlich in der Infobox, dann könnt ihr euch diese Sachen auch nachkaufen. Und ansonsten gibt es die meisten Sachen bei DM, außer jetzt so Benefit oder halt Huda. So Leute, das war meine Schminksammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das direkt hier tun. Hier sind zwei meiner anderen Videos, da könnt ihr direkt weiter gucken. Und ja, wir sehen uns Samstag wieder und ich wünsche euch einen super schönen Tag und ich hoffe, euch ganz so lieb. Tschüss!